Oh yeah, meine Freunde! Euer Xemnas begrüßt euch zurück zu einem neuen Dragon Ball Dokkan Battle Video. Wir haben 154 Stones, davon werde ich natürlich 150 ausgeben wieder. Es wäre natürlich schon eher gekommen, aber ich war privat sehr, sag ich mal, sehr am Farm. Der Medaillen und so. Kurz mal schauen, ob ich auch aufnehme alles, Stimme und so. Ja, okay, passt. Jedenfalls wäre eigentlich schon eher gekommen, das Video, aber durch das Medaillenfarmen und Kanten-Use, naja, habe ich einige Stones verloren, inzwischen sogar schon 200 oder so. Mein Team zeige ich euch am Ende. Und falls ihr denkt, dass der Sound irgendwie ein bisschen zeitlupenmäßig läuft, ja, mein PC ist halt nicht der neueste. Und darum buckelt es ja auch hier jedes Mal in jedem Dokkan-Battle-Video so sehr. Oder die Ladezeiten sind zu lang. Und natürlich ziehen wir heute wieder bei den Son Gohan-Banner. Keine Warnung, wie viel Summons ich hier machen muss. Ich glaube, alle drei war es ja auf jeden Fall. Habe ich bei Yumes Video so mitgekriegt. Alle drei hier irgendwie ist ein Free-Summon. Keine Ahnung. Und dadurch, dass ich jetzt halt ein neues Team habe und so, also, ihr werdet es gleich sehen, muss ich halt zwei schlechtere Charaktere reinmachen, die halt mein Team abschwächen, aber halt die Teamkosten, das ist das Nervige. Keine Ahnung, welchen Rang ich das letzte Mal war, aber inzwischen bin ich ja schon 90. Bald 100 und dann kriegt man ja, glaube ich, wie viel kriegt man bei 100? Ich glaube, bei 100 kriegt man 10 Stones wieder dazu oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Was mich auch gewundert hat, dass... Ah, nee, nee, das kann ich noch nicht sagen. Später. Und das Laden, es ist so extrem. Aber jedenfalls das Farm, oh, das ging einem so brutal auf den Sack. Das, oh. Farm ist echt in Dokkan Battle die wahre Hölle. Ah ja, bei den Summon-Video hoffe ich aber nicht unbedingt auf den LR Son Gohan, sondern eher auf diesen Transform Vegeta, dass ich hier dieses Fähigkeitsbrett oder Hidden Potenzial, wie das jetzt heißt, noch weitermachen kann. Alter, die Son Goku Stimme. Total in Zeitlupe irgendwie, so tiefer dadurch. Ah ja, mit den Tickets hier, dieses eine, wo man 7 Tickets jetzt aktuell ja noch zahlen muss und so, hier um ein paar Summons machen zu können. Hatte ich heute Morgen gemacht. Ich konnte einfach nicht widerstehen, aber es war halt nichts Brauchbares dabei. Okay, das Son Goku war schon mal schlecht. Der Tenshinhan! Ja! Du kannst weg. Tenshinhan! Ich will dich immer noch nicht. Nicht mal, wenn du LR wärst. Ich war halt irgendwie noch nie ein Tenshinhan-Fan. Den einzigen Tenshinhan, den ich... Okay, die einzigen zwei Tenshinhans, die ich eigentlich mochte. Einmal von Dragon Ball Classic, wo Son Goku das erste Mal gekämpft hat. Und halt, ja, gegen Cell in seiner zweiten Form mit seiner Kiko-Kanone. Ah, das war eine epische Szene, aber sonst Tenshinhan, naja. Ja! Sehr schön, kann ich sehr gut gebrauchen für das Fähigkeitsbrett oder Hidden Potential. Für mich ist es einfach irgendwie so eine Art Spero-Brett wie Final Fantasy 6. Oh, sehr schön, den kann ich gut gebrauchen dafür. Und, up. Yay. Aber auf jeden Fall, ein SSR ist ja auf jeden Fall ja noch drin, ne? Ich hoffe auf jeden Fall auf hier, nochmal ein Vegeta. Das wäre schon schön. Warte mal, gibt es eigentlich von Shaozu und hier Tenshinhan nicht irgendwie ein LR? Oh, ich dachte schon, das hat sich jetzt wieder aufgehangen. Ich hatte das ja schon einige Male, dass ich, keine Ahnung, zwei, drei Mal, nee, vier, fünf Mal, dass es irgendwo das Bild stehen geblieben ist und einfach nicht weiterging, auch nach Minuten und so. Ah. So, den Vegeta werde ich jetzt nicht favorisieren, weil den brauche ich ja für später, sonst kann man ja das Hidden-Potenzial hier nicht machen, das Fähigkeitsbrett. Also darum erstmal nicht favorisieren. Obwohl, den hier habe ich doch, glaube ich, auch schon mal, oder? Ist das derselbe? Nee, ist ein anderer US. Mit der Zabon-Synchronstimme. Was meint ihr eigentlich? Passt die Zabon-Synchronstimme zu US? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ich habe mir ja, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war,
Da habe ich mir mal wieder die deutsche Synchronisation, weil es gibt ja von Turnier der Kraft jetzt hier die neue Synchronisation hier von Dragon Ball Super. Und ganz ehrlich, ich muss dazu ehrlich sagen, mit meinem tiefen Herzen, das ich nicht habe, da ich ja herzlos bin als Xemnas, als ein Xemnas. Xemnas lebe hoch, nein, Spaß. Jedenfalls, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, selbst mein Ohrenkrebs kriegt Ohrenkrebs und der sogar kriegt Ohrenkrebs. Alter, die deutsche Synchronisation. Okay, ich sag mal erstmal zu das Positive. Wiz und Bills und halt der Kaio Shin, weil er die Originalsynchronstimme hat. Und ich glaube ja auch C18, das habe ich halt nicht gehört, da ich halt eine andere Szene geschaut habe. Die gehen ja, aber die anderen, Alter, die Son Goku-Synchronstimme. Alter, man hört natürlich raus, der Typ gibt sich auf jeden Fall sehr viel Mühe. Das will ich nicht anzweifeln. Aber die Stimme von dem deutschen Synchronsprecher von Son Goku. Alter, die passt einfach null. Und vor allen Dingen, Kale. Der Name. Sie heißt Kale. Und wie wird sie genannt? Kale. Alter, das ist genau wie mit Bills. Okay, ich hab's schon akzeptiert, dass viele ja Virus sagen oder halt die meisten. Aber, Alter, warum? Die sagen die wird einfach Kale da ausgesprochen in Deutschen. Alter, was für eine Fehlübersetzung. Und dann hier Kaffler. Sie heißt eigentlich Kevler, aber es wird Kaffler gesagt. Aber Kaulifler, die wird richtig ausgesprochen. Aber Kale, sie heißt Kale. Alter! Dieses, der eine Spruch von Son Goku hier. Mein Saiyajin-Instinkt oder was er auch gesagt hat. Oh, Super Saiyajin, Gott, nice. Wird geweckt. Alter, auch diese Sprüche. Oh, das ist so Ohrenkrebs. Und für die Leute, die es natürlich feiern, die sollen es auch feiern. Aber mir gefallen sie halt überhaupt nicht, diese Stimmen. Die sind so furchtbar. Ich schaue mir da echt lieber die japanischen, die mit japanischer Synchron. Oh, aber diese Deutschen. Wie gesagt, wen sie gefallen, denen sollen sie auch gefallen. Aber mir, Alter, das ist einfach purer Ohrenkrebs. Ganz ehrlich, da sollen nicht meine Ohren bluten. Da will ich es bei diesen, wie bei diesen einen, ich weiß nicht, wie heißt der Film, dieser Psychofilm Takeshi Ichi, wo dieser Blondhaarige, der ja die Seiten irgendwie seine Wangen hier aufgeschlitzt hat mit Nadeln, hier jetzt zugemacht hat. Keine Ahnung, ob ihr den Film kennt, ich denke mal nicht. Da hat er ja am Ende hier mit so einem Stäbchen hier in seine Ohren gestochen, damit er nichts mehr hören konnte, weil der Typ war ein Psycho. Aber der Film ist schon echt krank, mehr will ich darauf nicht eingehen. Das will ich einfach machen, bei der Synchronisation. Alter, die ist auch... Und allein die Vegeta-Synchronstimme, ach, dieser neue... müsste er nicht ein Cell-Banner sein? Ja, jedenfalls, und Vegeta, Alter, Die neue Freezer-Synchronstimme, die geht ja, weil der alte ist ja... Warte mal, was? Ich glaube, der alte ist verstorben. Ich weiß es gar nicht. Ich verfolge das halt nicht so wirklich. Ich habe das ja nur halt mitgekriegt mal, dass der Zorro-Synchronsprecher hier, der Deutsche, beim Bergsteigen irgendwie umgekommen ist. Das habe ich mitgekriegt. Und die neue Zorro-Synchronstimme halt hier, der klingt eigentlich ähnlich wie der alte. Oh, nice. Keine Ahnung, ob die gut sind. Wie gesagt, gebt mir wie immer Tipps in die Kommentare, ob diese Charaktere hier gut sind und so. Naja, jetzt 16. Mal schauen. Keine Ahnung, ob der gut ist. Ach, C16. Wieso wurde er nicht wiederbelebt? Warum? Ich glaube, den Zangoran habe ich schon mal, oder? Keine Ahnung. Warte mal, was? Ah ja, das habe ich ja auch herausgefunden, dass man hier so klicken muss, damit man das die Fähigkeit sieht. Ich habe jedes Mal hier abgewartet, was ist hier, weil das hier immer so durchwascht, hier durchgeht. Oh, da konnte ich jetzt irgendwie nie manchmal richtig lesen und so. Dass man immer abwarten musste, für welche Kategorie das halt ist. Dass man immer da abwarten musste. Hybrid-Saiyajins, ich glaube Halb-Saiyajins. HP und Defense plus 140%. Ja, gerade Angriff nur 100. So. Ah ja, und den Vegeta hier noch natürlich. Mal schauen.
keine Ahnung, ob der gut ist. Wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Superclass. Ah, ich freue mich schon gleich, euch mein Team zu zeigen. Ah, ein Free Summon. Sehr schön. Ah, komm schon, gib mir bitte noch einmal den Transform Vegeta. Ich brauche den. Unbedingt. Ah, ich muss unbedingt noch mehr Ränge aufsteigen, weil ich brauche unbedingt mehr Teamkost, weil ich habe zwar jetzt was Gutes, sag ich mal, aber das hat halt mein Team auch abgeschwächt, weil wegen den Teamkosten halt. Aber dazu will ich halt gleich später kommen. Gleich kommen. Und das Laden ist so lang. Ah ja, und dann noch weiter zu den Synchronstimmen. Auch die Krillin-Synchronstimme. Ach, ich weiß einfach nicht. Ah ja, und Whis. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Der hat ja, wie gesagt, den Sabon-Synchronstimme, habe ich ja gerade gesagt. Ich weiß nicht, den deutschen Whis mit der deutschen Synchronstimme hat ja, wie gesagt, Sabon. Und ich kann ihn halt, weil der die Sabon-Synchronstimme hat, der war natürlich in damals ganz cool halt bei Dragon Ball Z und so. Cooler Gegner für Vegeta. Aber trotzdem, dadurch, dass er halt die Sabon-Synchronstimme hat, ich kann ihn einfach null ernst nehmen. Weil man einfach immer im Hinterkopf hat, ja, das ist die Zabon-Synchronstimme. Der Bild. Oh, Vegeta, komm schon, bitte. Komm schon, Blue Vegetto. Ja, und. Nur der normale Super Vegetto. Hashtag Yume. Nein, kein Hashtag Yume natürlich. Doch, weil Yume das ja auch dauernd in hier den Super Vegetto in der Animation hatte. Bei seinen Dokans. Komm schon, gib mir was Gutes. Gib mir nochmal den Transform Vegeta, please. Ich brauch den noch einmal, komm schon. Oder in jedem Summon hier noch einmal, das wäre so gut. Ich kann ihn echt gebrauchen. Es gibt Bulma. Lol. Nochmal Son Gohan SSR, oder? Ich brauch dich nicht. Obwohl. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare. Ist der gut? Ach, der kleine Kid Gohan. Hi. Und tschüss. Ah ja, genau, darauf kann ich eigentlich auch mal kommen. Heute kam ja von Julian Bam, also ich nehme das hier am 14.09. auf 16.44 Uhr haben wir es. Das Video kommt ja erst morgen, weil heute kommt ja halt hier das neue Dragon Ball Story Teil 3 Video mit Cell. Und das kommt ja hier morgen. Heute kam ja Märchen in Asozial von Julian Bam Teil 4. Und war sehr, sehr nice. Ich glaube, ich werde auch mal eine Community-Tab, Link dazu in der Beschreibung, der erste Link, einen Community-Tab machen, hier Umfrage mal so, einfach so hier Voting, welche Märchen in Asozial ihr so am besten fandet. Interessiert mich auch mal. Ich fand persönlich immer noch den zweiten am besten, den Frosch. Ich fand das halt wirklich von allen immer noch am besten. Am zweitbesten würde ich auch sagen, von ersten Teil, Bruder muss los. Ach, auch sehr geil. Aber ich freue mich da echt schon auf den fünften Teil. Aber irgendwann gehen halt die Märchen da leider auch aus. Da hoffe ich irgendwie, dass es denn halt so kommt von den Märchen, die er halt schon gemacht hat. Von den Geschichten, die erzählt wurden. Fortsetzungen. Das wäre auch nice. Zum Beispiel Hänsel und Gretel, wie sie auf der Flucht sind und so. Oder hier... Ja, die Bremer Stadtmusikanten, wie sie ja... Die sollen ja eingeschläfert werden, wie sie versuchen auszubrechen und so. Ach, das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Oder Schneewittchen, wie sie halt die Explosion mit den sieben Zwergen, die ja irgendwie ja überlebt haben, da sie ja im vierten Teil wieder vorkam, wie sie halt das überlebt haben und so. Ach, das wäre schon nice. Habe ich den Summon hier jetzt schon gemacht? Ich habe die gar nicht favorisiert. Ach egal, kann ich nachträglich machen. Hat sich das doch nicht aufgehangen. Oh gut. Alter, ja, ich weiß, Leute.
Mr. Satan auf Buch. Also, LR? Hohe Wahrscheinlichkeit. Also nicht sicher, das weiß ich. Aber ist sehr sicher. Weiter. Oh nein, nur Super Saiyan 2. No. Wenn Super Saiyan Gott wäre, wäre es ja auf jeden Fall LR. Ah, Krillin. Krillin, cool. Ach, ich mag Krillin. Schade, dass er nicht mehr rollert. Okay, ein Turnier der Kraft hat... Oh, komm schon, ernsthaft. Turnier der Kraft hat er ja natürlich ein bisschen Rolle gehabt. Zwar nicht sehr viel, aber immerhin. Vor allem Turnier der Kraft fand ich das irgendwie auch richtig komisch. Er wurde ja halt von Frost rausgekickt. Er sagte in C18, wie kannst du es nur wagen? Und dann in der nächsten Folge, also in der vorigen, sagt es halt, wie kannst du es wagen? Und dann ist er in der nächsten Folge richtig sauer auf Krillin. Obwohl er nicht mal dafür was konnte. Und dann Bills und auch der Kaioshin sind dann richtig sauer auf Krillin. Das fand ich auch richtig bescheuert, obwohl er nichts dafür konnte. In der vorigen Folge, wie gesagt. Wie kannst du es nur? Wie kannst du es nur wagen, meinen Krillin rauszuwerfen? Und in der nächsten Folge, wie gesagt, ist er irgendwie dann sauer. Ach, naja. Mr. Satan. Komm schon. Oh, gib mir lieber einen weiteren Mr. Satan, aber keinen Yamshu. Ja. Obwohl, den kann ich ja für das Fähigkeitsbrett benutzen. Das war schon? Nein! Not good, not good. Okay, das war's mit den ganzen Stones. Dann kann ich euch ja mein Team mal zeigen. Und zwar, ich habe gefarmt den Transform Vegeta. Nice. Und eben gerade vor dem Summon-Video den LR Vegeta. Ah! Und für den Vegeta hier kann ich natürlich den anderen Vegeta schön benutzen. Und ich musste leider halt den Vegeto und den Son Goku reinmachen. Leider, weil meine Teamkosten sind halt nur 274. Damit wird es halt sehr überschritten. Aber ich kann ja mal zeigen, was ich noch so habe. Was ich halt rausmachen musste. Charakterliste. Ach ja, die habe ich ja auch gefarmt. Hier ein bisschen. Den 17 habe ich immer noch. Ah, und den Son Goku 130 habe ich auch ein bisschen die Medaillen gefarmt. Die muss ich ja leider rausmachen. Ja, dann noch den Vegeto hier. Kann ich schön den anderen dafür opfern. Für das Fähigkeitsbrett. Okay, was heißt opfern? Ach ja, und das ist der schöne zweite Vegeta. Ah ja, genau, das wollte ich auch noch sagen hier. Als ich den anderen, den LR-Vegeta gekriegt habe, ja, dachte ich irgendwie, der kostet auch 100 Millionen Zeni. Hat der Newman gesagt, hier, nee, verbraucht keine 100 Millionen Zeni. Habe ich mich echt gewundert. Warte mal, welcher war der zweite, den ich jetzt rausmachen musste? Weil einmal der Son Goku Super Saiyan 3 musste ich rausmachen. Ah ja, doch, doch, doch. Und den Vegeto hier, glaube ich. Ah ja, für den Super Saiyan Gott, da habe ich auch mal hier seine Medaillen ein bisschen gefarmt. Einmal habe ich das Event gemacht, aber die Medaillen werde ich halt lieber aufheben für den Ultra Instinct Goku. Alter! Seine Medaillen zu farmen ist ja echt abfuck. Erst kommt ja Super Saiyan Gott Goku, dann kommt Super Saiyan Blue Goku, dann kommt Genki Dama Goku. Alter, die Genki Dama, die ist ja Autokill, die macht ja 2,5 Millionen Schaden und dann kommt halt nochmal Ultra Instinct Goku. Alter, die Medaillen, das ist ja purer Krebs. Ach komm, kann ich auch mal ganz kurz noch machen. Warum nicht? Wie lange geht das Video? 19 Minuten? Ah, geht doch noch. Na, ich glaube, hätte ich einen besseren PC, würde es schneller laufen. Ich glaube, dann wäre das Video 6 oder 7 Minuten lang. So, ist das der jetzt? Ja, ist richtig gut. Na, ich werde es auf jeden Fall, soll man ja auch hier unten rechts als allererstes benutzen. Hä? Achso, ja, stimmt, 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 genau. Ich muss dann ja erst zurück, zurückwandeln. Reverse. Transform Vegeta.
Ich hasse dieses Lägen. Ich hasse es so sehr. Ah ja, für den großen Simon hier, diesen LR. Muss man hier denn ja manche richtig zu SR farmen, damit man halt hier das Fähigkeitsbrett ja, glaube ich, erhöhen kann, oder? Keine Ahnung. Na egal, Yeah. Ich glaube, ja doch, das ist das erste Mal, dass ich das bisher gemacht habe. Hidden Potenzial! Komm schon! Jetzt aber! Hat ja gerade eben ganz vergessen, dass man ja den hier zurück umwandeln muss. So, jetzt aber. Komm schon! Erscheine! Nicht Shenlong, sondern Brett. So. Na komm schon. Oh Mann, dieses Ruckeln geht mir selbst so dermaßen auf den Sack. Ich finde irgendwie doof, dass man halt genau denselben haben muss. Wieso kann man nicht einfach einen anderen Vegeta da verwenden? Das ist so nervig. Hä? Hä? Achso, hä, ich dachte jetzt... Yeah! So, erstmal hier. Sehr schön. So, denn hier? Critical Hit oder Combo Attack? Nee, ich glaube, Combo Attack ist da wirklich besser, oder? Naja, komm schon mal, Combo Attack habe ich, glaube ich, bei den anderen Charakteren auch gemacht. So. Evasion ist, glaube ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was es ist. Schreibt mir in die Kommentare, was da hier besser ist. Ich werde jetzt das hier nehmen. Critical Hit, warum nicht? Dann hier auf jeden Fall noch. Ah, nehmen wir das Combo Attack. Dann hier noch, dann dort. Dann dort. Und dann. Nehme ich Combo. Ah, sehr schön. Jetzt brauche ich diesen Transform Vegeta nur noch 1, 2, 3 Mal. Juhu. Aber immerhin wird er dadurch stärker. Boah, war das gerade laut. What the fuck? So, reverse. Select. Gib mir mein Transforme Vegeta wieder. Ah ja, bei vielen Charakteren habe ich auch die Superattacke und sowas hier schon recht erhöht. Bei den meisten habe ich ja fast voll, außer bei den LR Vegeta. Ah ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn Vegeta transformiert sich ja alle 3 Runden. Weiß ich auch durch Jume. kommt mir kein bisschen stärker vor, ob er sich jetzt in Ultra Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan Gott oder Super Saiyan Blue transformiert. Er kommt mir kein bisschen stärker vor. Nur bei Super Saiyan Blue, dass halt die Perlen hier, die Kugeln dann halt seine Farbe sind. Das ist halt der einzige Vorteil. Aber sonst kommt er mir halt kein bisschen stärker vor. Und das ist irgendwie... Ach ja, kann ich auch mal machen. LR Vegeta für die Leute. Warum nicht? Naja. Ich will halt meine Teamkosten noch höher kriegen, damit ich halt in einer der beiden hier durch hier... Man zum Goku Super Saiyan 3 wieder ersetzen kann. So, Leute. Aber das wäre es auf jeden Fall mit diesem Dokkan Battle Video. Und... Ah, genau. Halt. Ah, so, mit diesem Shot hier beende ich das Video. Ich hoffe, euch hat dieses Dokkan Battle Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Abonniert gerne, wenn ihr es noch nicht habt. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye.